50 Jahre altes Brot auf einer Bushcraft-Tour bei fantastischem Wetter. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, du hast richtig gehört, wir wollen heute kochen mit 50 Jahre altem Brot. Das habe ich geschenkt bekommen, danke an Chris an der Stelle. Und da möchte ich mal was Leckeres mit Rührei heute draus machen auf einer kleinen Bushcraft-Tour. Und ich hätte mir kein besseres Wetter aussuchen können. Ja. Ihr seht das immer wieder, wie die Sonnenstrahlen durchkommen, auch mich blenden. Wir haben auch schön warmes, entspanntes Wetter. Also es ist fast zu warm für meinen kleinen Loden-Anorak, sag ich mal, im Stehen. Wenn man jetzt nicht wandert oder so, dann geht das noch einigermaßen. Aber wenn ich zum Wandern losgehe, dann ziehe ich den aus, stopfe den Rucksack zum Beispiel. Das ist dann deutlich angenehmer. Übrigens, mit dem tollen Wetter einhergehend ist ein riesiges anderes Problem, und zwar das Zeckenproblem. Das geht richtig los. Bei mir jetzt nicht so, weil ich sitze mal wieder auf der Hängematte, schön in luftiger Höhe sozusagen. Bin natürlich auch mit Schuhen, die hoch sind, gut geschützt insgesamt. Aber der arme kleine Samwise, der hat da nicht so viel Glück. Der ist mit seiner kleinen Schnauze immer auf dem Boden unterwegs. Also ne, so richtig schön am Suchen. Und ich habe gerade schon 4 Zecken von ihm runtergeholt. Und eine ist auch schon wieder bei ihm angedockt sozusagen. Zeige ich euch mal kurz. Es ist unfassbar. Da oben, seht ihr diesen kleinen roten Punkt? Ja, was? Hallo! Interessiert ihn halt überhaupt nicht. Also, wenn ich mit ihm spielen will oder so, wenn er gar keine Lust hat, hat er gerade keine Lust. Aber wie ihr gesehen habt, hat schon direkt angesetzt. So, ich glaube, klassischer Borkenzecke, Borkenkäfer. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Ding genau heißt. Ey, die gibt es hier so viele. Und er sammelt die sich auf, ja, wie, ich weiß nicht, wie Tauben die Brotkrumen am Hauptbahnhof so ungefähr. Da muss ich mich in nächster Zeit mal ein bisschen informieren. Auch natürlich mir selbst zuliebe, aber auch vor allen Dingen dem Hund zuliebe, was man da mal gegen machen kann. Vielleicht, sobald ich mich informiert habe, noch ein bisschen ausführlicher, mache ich dann ein kleines Video zu für alle Hundefreunde und natürlich auch Leute, die sich selbst vor Zecken schützen wollen, weil sie öfter mal im Wald unterwegs sind. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schon mal Tipps unten unter dieses Video in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein paar gute Sachen kennt. Zum Beispiel habe ich mal von Kümmelöl gehört. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung, könnt davon mal ein bisschen berichten. Also gern unten reinschreiben. Kaum 3 Meter gewandert und schon ist mir wieder zu warm ausgezogen. Aber was jetzt vor allen Dingen wichtig ist, ich habe Hunger und ich möchte wirklich mal wissen, naja, ob dieses 50 Jahre alte Brot denn überhaupt noch genießbar ist. Dafür kochen wir jetzt erstmal eine Kleinigkeit. Dann gehen wir runter in die Nahansicht. Oh, was haben wir denn heute alles so dabei? Vorgequilltes und leicht gewürztes Ei mit einem Schuss Milch habe ich da reingepackt. Ein kleines Feuerzeug, weil ich heute keinen Feuerstein mitgenommen habe. Meine kleine Teekanne, ein bisschen Gewürze, noch mehr Gewürze, etwas Öl, das Brot, das schauen wir uns gleich nochmal direkt an, den Trangia-Kocher und einen Löffel. So, das hier ist 50 Jahre altes Brot in so einer, ja, was ist das, eine Messingdose oder so. Ah, guck mal hier, die ist auf jeden Fall nur beschichtet. Das Grundmaterial darunter ist wahrscheinlich was anderes, vielleicht Aluminium oder so. Kommt mir auf jeden Fall ein bisschen so vor, könnte aber auch Edelstahl sein. Ich bin da halt absolut kein Experte, ne? Da habe ich gar keine Ahnung. Das heißt, es ist sozusagen nur beschichtet. Es gibt keine genaue Datumsauskunft darauf. Ich kann mich also nur
auf das verlassen, was mir derjenige gesagt hat, der es mir geschenkt hat. Auf jeden Fall meinte er 50 Jahre altes Brot und auf jeden Fall sieht es schon mal so aus. Und das Geilste ist sowieso die Grundbeschriftung. Hier unten einfach trocken drauf gestampft. 400 Gramm Brot. Brot. Also so richtig so, ja, du brauchst keine Angaben, ob das jetzt Vollkornbrot ist oder irgendein Weißbrot oder sonst irgendwas. Ich habe also genauso wenig eine Ahnung, was mich erwartet wie ihr, ehrlich gesagt. Es könnte halt auch schlecht sein. Ich weiß es nicht genau. Also es wubbelt da auf jeden Fall drin hin und her. Mal gucken, vielleicht ist es komplett zusammengeschrumpft mittlerweile, weil es trocken ist. Vielleicht ist da irgendwo ein Loch drin, ich weiß es nicht. Eine kleine Überraschungsdose, die wir gleich zusammen aufmachen. Aber das ist auf jeden Fall nicht die Hauptmahlzeit, das ist sozusagen nur die Beilage. Denn ich habe mir ein bisschen Rührei mitgenommen. Habe ich hier in meiner kleinen Clean Canteen zu Hause vorbereitet. Also ein bisschen angerührt mit Salz und noch einen kleinen Schuss Milch. So mache ich das gerne. Und das kommt dann gleich in die Schale rein, in der wir das einfach mal kochen. So, Rührei ist fertig. Sehr gut. Ist natürlich auch kein Hexenwerk, ne? Könnt ihr einfach zu Hause vorbereiten, so wie ihr Bock habt. Und das dann hier schön draußen einfach zubereiten. Da braucht es nicht viel. Ist super lecker und einfach und schnell. Sehr gut. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, dass erstens haben wir es nicht, wenn ich die Schüssel da unten hinstelle, mir das ganze Zeug wegfrisst. Und zweitens das Brot. Das wollen wir uns ja mal angucken. Die Sonne ist heute aber auch schon echt ganz schön dabei. Jetzt hat mich die Dose geblendet. So, wie kriegen wir das Ding denn überhaupt auf? Ich habe schon wieder geblendet. Sonne ist einfach nicht so aggressiv. Ich muss gerade drehen. Ich habe mir mein Victorinox-Messer, das ich immer dabei habe, mitgenommen. Und damit gehen wir das Ganze dann mal schön an. Damit habe ich schon so manche Dose mittlerweile aufgekriegt. Es gibt wohl mehrere Techniken, diesen Dosenöffner zu benutzen. Ich habe es damals bei der Armee so gelernt. Das mag jetzt für manche, die davon mehr Ahnung haben, aussehen wie, ich nenne es mal Spastiken. Aber es funktioniert auf jeden Fall und so mache ich halt immer meine Dosen auf. Ich bin mir nicht sicher, ob der Geruch, der mir gerade entgegenschlägt, ob ich den mag. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht war das auch nur Dosenluft sozusagen. Schon mal reinluken. Sieht bis jetzt gut aus. Spannung aufbauen müssen wir. Ja. So. Machen wir mal die Dose auf. So, das Ganze ist also in so einem Papier eingepackt. Und das hier ist das Dosenbrot. Wir gucken mal, ob ich es ganz rausbekomme. Nee, nicht, wenn der Deckel da noch so ist. Dann muss ich es auch ganz aufmachen, leider. Ab. Und jetzt gucken wir mal. Ach, das sind Scheiben. Ja, Mensch, guck mal. Das sind also so kleine Scheiben, die übrigens ziemlich bröckelig sind. Ja. So, gucken wir mal, ob Samba das mag. Okay, er findet es schon mal super. Riecht ein bisschen wie noch süßlicheres und sirupartigeres Pumpernickel.
Schmeckt auch ziemlich wie so ein Schwarzbrot-Pumpernickel. Mega trocken. Aber es geht. Ist noch essbar. 50 Jahre altes Brot. Aber so toll ist der Geschmack nicht. Das hat auch so einen ganz leicht bitteren Nachgeschmack. Das kann vielleicht auch kommen, weil halt das Aroma sich mit der Zeit irgendwie abgebaut hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Also ich sag mal so, natürlich würde ich mich in der Krisenfall freuen, wenn ich so ein Ding bei mir unten im Keller liegen habe. Aber im Endeffekt absolut nichts besonders Leckeres, ne? Naja, für hier draußen reicht's. So, dann lasse ich es mir mal gut gehen. Und zwar das leckere Dosenbrot mit ein bisschen Rührei drauf. So, wenn es denn halten würde. So, fantastisch. Bricht erstmal auseinander. Also, wenn man es dann mit Ei hat, ne, so wie hier auf dem Löffel zum Beispiel, dann kann man zusammen essen. Ich muss aber auch sagen, der Hunger treibt es ziemlich rein, ehrlich gesagt. Also wenn ich nicht so viel Hunger hätte wie jetzt gerade und wenn es nicht draußen kochen wäre, würde ich das glaube ich so nicht essen. Also wenn ich was anderes zur Verfügung habe natürlich. Hauptsache gutes Essen. Ich bin jetzt ordentlich voll und werde erst noch mal eine Runde in der Hängematte chillen. Wir sehen uns später wieder, ne? Ich werde übrigens wahrscheinlich in nächster Zeit solche ja, spezielleren Essenssachen öfter mal testen, aber dann nicht hier sozusagen bei einer Bushcraft-Tour auf dem Outdoor-Kanal, sondern dann, wenn es so an so Travel-Lunch und solche Geschichten geht, wovon ich auch noch ein paar zu Hause habe und ein bisschen Armee-Essen habe ich auch noch zu Hause rumliegen, das werde ich dann wahrscheinlich auf meinem Ausrüstungskanal machen. Schaut da sonst gerne einfach mal in die Videobeschreibung, falls ihr den noch nicht kennt. Dann könnt ihr den abonnieren. Da gibt es viele Ausrüstungsvideos. Da kommen immer wieder neue dazu. Ja. Jede Woche mindestens eins, meistens eher zwei. Es gibt sogar mal Wochen, wo drei Videos kommen. Ausrüstungsvideos sind auch ein bisschen einfacher zu erstellen, sag ich mal, als so lange Bushcraft-Touren oder vor allen Dingen als lange Wandertouren. Weil lange Wandertouren sind das anstrengendste vom Drehen her, was es gibt, wenn du wirklich 4 Tage lang komplett unterwegs bist und den ganzen Tag immer filmen musst, vor allen Dingen, wenn du das dann schneiden musst am Ende. Übrigens hat sich auch mal jemand, ich glaube beim vorletzten Video, bei der letzten Bushcraft-Tour, ein bisschen darüber beschwert, dass ich über Ausrüstung geredet habe, also über Armeeausrüstung. Das wird sich einfach nicht komplett vermeiden lassen. Ich werde immer mal wieder Ausrüstung erwähnen und vielleicht auch kurz drüber reden, wenn das gerade ins Thema passt oder wenn es auch was ist, was mich beschäftigt. Weil das mit der Armeekleidung, das hatte mich einfach in der Zeit total beschäftigt, weil ich sozusagen meine Grundkleidung bei schlechtem Wetter mir lange zusammengesucht habe, wie ich das am liebsten hätte. Und dann wollte ich halt mit euch darüber reden. Der Ausrüstungskanal ist ja nicht dafür da, damit ich hier gar nicht mehr über Ausrüstung rede, sondern dass zum Beispiel reine Review-Videos von Ausrüstungsgegenständen, dass die natürlich dann auf dem Review, auf dem Ausrüstungskanal kommen. Und auch sowas wie Loadouts, das heißt Videos, in denen ich einen Rucksack auspacke mit einer Packliste und ähnliches. Dass sowas nicht mehr auf dem Outdoor-Kanal kommt, aber das kann dann natürlich trotzdem mal sein, dass ich kurz 2 Minuten in einem Wandervideo oder in einem Bushcraft-Video über einen Ausrüstungsgegenstand rede, einfach weil ich Lust darauf habe. Ja. Einfach weil ich Lust habe, über diesen Ausrüstungsgegenstand zu reden, einfach weil ich Bock habe, mein Wissen darüber zu teilen und auch weil ich mir ja selber viele Gedanken mache über Ausrüstung. Zum einen, weil es natürlich auch mein Beruf ist, in zweierlei Hinsicht. Zum anderen, weil es mich aber auch unglaublich interessiert selber. Und ich deshalb auch sehr viel Zeit mit Recherchearbeit abends am Computer verbringe. Das heißt, ich recherchiere über Materialien, was ist denn eigentlich eine Wassersäule und solche Geschichten. Und zwar nicht nur das oberflächliche Wissen, sondern das richtig dann, wo es in die Tiefe geht. Was sind unterschiedliche Materialien, Nylon etc. Was hat was für Vorteile? Was ist D-Kerlon-Nylon? Was ist überhaupt diese Bezeichnung von 1000D oder 200D etc.?
Und deshalb beschäftige ich mich viel damit. Und wenn mich da gerade was beschäftigt und mir da auch was im Kopf rumgeistert, dann spreche ich das halt mal an und spreche darüber ein paar Minuten. Ja, im Endeffekt mache ich das, was mir Spaß macht. Und wer es nicht gucken will, dem kann ich dann nur sagen, dann guckt's nicht. Ne? Ganz einfach. Was jetzt nicht heißen soll, dass jetzt in den nächsten Bushcraft-Videos ständig über Ausrüstung geredet wird. Ganz im Gegenteil. Ne? Wir haben alle Spaß miteinander. Es wird eine wunderbare Zeit. Ich glaube da ganz fest dran und ihr auch. Das wisst ich. Und dann ist alles gut. Ne, Samweis? Der hat heute schon den ganzen Tag mit einem Hundekollegen gespielt. Und die beiden sind ähnliches Alter. Und die gehen halt völlig aufeinander steil, ne? Rüber, runter, beißen sich, schubsen sich, alles Mögliche. Und Sam ist ein richtiger Gierschlund, wenn es ums Essen geht. Der frisst alles, und zwar bis gar kein Bröcki mehr da ist. Und der hat ihm einfach seinen Knochen geklaut und den ganzen Knochen innerhalb von, ich glaube, einer halben Minute komplett zerlegt und gefressen. Das ist super. Ich würde sagen, da machen wir uns noch mal glatt einen kleinen Tee, nicht wahr? Totally Tasty Tea Time Tour haben wir das ja mal genannt, ne? Da kommt jeder Alliterationsfetischist voll auf seine Kosten, sag ich mal. So, Tee ist fertig. Italienische Limone. Mhm. Oh, ist noch sehr heiß. Eieiei. So was Warmes einfach hier draußen zu halten, mitten im Wald, das ist einfach immer wieder was Schönes. Total einfach, aber schön. Die Natur ist da, das Wetter ist schön. Macht was draus, Leute. Nicht nur immer zu Hause rumsitzen, auch mal was machen. Ich meine, hier ist gerade keine Sau und ich bin hier nicht tief drin im Wald oder so, ne? Da hinten läuft ein Weg lang und da hinten auch. Also wenn hier irgendwo Menschen lang gehen auf Wegen, dann kann ich die sogar sehen. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich hier gerade im tiefsten Dschungel, ganz im Gegenteil. Und hier kommt keine Sau vorbei. Und es ist Topwetter, also es ist wirklich wolkenloser Himmel. Wir haben um und bei, ich glaube 16 Uhr oder so, 17 Uhr. Keiner da. Können wir natürlich sagen, die arbeiten. Aber es arbeiten ja nicht alle. Vor allem nicht die Hausfrauen mit den Hunden und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie hier Menschen sehen würde. Da hinten, da ganz hinten, wo man noch nicht so am Wald ist, sondern mehr so in so einem Parkgelände, da sind sie alle. Wie bescheuert. Da kannst du keine 10 Meter laufen, ohne da Herrchen und Frauchen mit Hund über den Weg zu laufen. Aber sobald du hier bist, ein bisschen im Wald drin, ist alles frei. Ich höre nur die Vögel und ab und zu die Bahn da hinten, weil die hupt zur Warnung, wenn sie da langkommt. Aber ansonsten, und ich wundere mich darüber, ich finde das so schade. Ich finde das schade. Also klar, für mich ist es geil, weil dann werde ich hier weniger gestört. Aber ich glaube, die Menschen wären entspannter und glücklicher, wenn sie mehr wirklich rausgehen würden und sich auch die Mühe machen, mal wirklich rauszugehen. Ja? Nicht nur dieses, ich gehe mal, also wenn ich hardcore bin, 2 Stunden mit dem Hund spazieren auf den vorgefertigten Wegen, sondern wenn sie auch mal ein bisschen sich damit beschäftigen, 6-7 Stunden draußen zu bleiben, so wie ich das ja auch oft mache, und dann vielleicht auch was draußen zu kochen. Vielleicht sich ein bisschen weiterbilden über Wildpflanzen. Ich weiß nicht, ja, man kann hier draußen ja tausende Dinge machen, man muss sich halt ein bisschen selber drum kümmern. Und ich glaube, das geht gerne mal verloren heutzutage, beziehungsweise, ich glaube, das hat nichts mit heutzutage zu tun. Ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie wir in der Schule erzogen werden, dass wir nicht mehr so wirklich selbstständig sind. Also, dass wir keine selbstständige Motivation für irgendwas aufbringen können, weil wir ja beigebracht bekommen, nur das, was wir für Noten tun, ist gut. So wie wir dann später nur beigebracht bekommen, das, was wir für Geld tun, ist gut und nicht, dass etwas an sich gut sein kann. Tja, philosophische Stunde auf der Totally Tasty Tea Time Tour.
Tja, mein Freund, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier links und rechts oben kommst du zu weiteren Videos. Einfach mal durchklicken, wenn dich da was interessiert. Und alle Infos, die du brauchst, wie immer, findest du unten in der Videobeschreibung zu Ausrüstung, zu Social Media, wie du mich kontaktieren kannst, falls du das machen möchtest, etc. etc. Falls du mal eine Frage hast, die da drin nicht beantwortet wird, guck einfach, dass du einen Kommentar verfasst. Und dann kann ich oder vielleicht erklärt sich ja jemand anderes bereit, darauf zu antworten. Und dann finden wir alle zusammen die beste Lösung. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.